Und willkommen zurück bei den Van Helsing Brüdern, hier immer noch in der Halle Erinnerungen, wo wir, gerade ich zumindest, in Erinnerung an die letzten Folgen schwelge und wie schön die Kämpfe hier waren. Mit mir dabei, wie üblich, ist natürlich der Shadowrunner. Ja, ich habe auch meine eigenen Erinnerungen. Und ich denke, wir können eigentlich die sechste Welle starten, weil eher wir die starten, desto eher kommen wir zur siebten. Richtig, dann geht's los. Ich stehe natürlich wieder nah am Tintentor, einfach um flexibel reagieren zu können, aber es fängt in der Mitte an. Ja, welche Überraschung. Genau, also wir haben Das ja, das habt ihr ja vermutlich in der letzten Episode auch gesehen, wir haben hier halt recht, also in der Mitte vor allem auch viele der Punkte investiert. Oh, Stufenaufstieg. Und hoffen einfach mal, dass wir die Mitte sonst gleich zur Not ein bisschen alleine lassen können. Wie gesagt, die Ja, das war der Plan. Raketenwerfer wurden bisher noch quasi gar nicht eingesetzt, also nur minimal. Die haben vielleicht mal ein paar Mal reingeschossen in die Wellen. Ja, ich glaube, wir hatten in Welle 1 oder 2, da war es mal Ja, ja, viel los, da aber sind. danach wurde es wieder einfacher. Genau, nee, außerdem, da sind wir auch dann ein gutes Stück dann noch zurückgefallen, weil das, man musste sich ja auch nicht schwerer machen als notwendig. Richtig. Bisher kommt alles durch die Mitte, da haben wir schon fast ein Drittel der Welle vorbei. Ja. Okay, bei mir Rechts kommt kommt jetzt jetzt was rechts bei was, dir. genau. Pass dich mal so lange auf die Mitte und Ja, links auf. Mechanisse sind das. Wenn es ganz schlimm wird, dann Ja, dann schrei sage ich einfach. Bescheid. Also sobald ich das Gefühl habe, dass ich sozusagen auf Höhe der Raketenwerfer bin, würde ich halt Bescheid sagen. Also wenn ich das Gefühl habe, dass die Raketenwerfer die vielleicht nicht schaffen. Aber sonst, ich sehe auch schon, wir haben mittlerweile ja schon wieder 280 Punkte. Jetzt kommt auch links Links war gerade. es, genau, ja. Und wie üblich bei dem Spiel, meistens recht synchron. Das sind dann auch ein paar Mechanismen. Ja, meine sind jetzt hier gleich. Meine gehören jetzt hier, glaube ich, gleich schon in der Vergangenheit an. Huch, ich krieg hier mit. Ich habe wieder einen Fulminologenmeister. Ja, dann komme ich doch mal eben zu dir rüber. Weil bei mir war jetzt nur noch irgendwie so Kleinzeug. Ich meine, das Schöne ist, so wird wenigstens mal eine Raketenwerfer benutzt. Ich guck mal eben. Den Isobob pimpe ich gerade. Weil die sind ja echt gut. Ja, aber hier ist jetzt schon wieder sauber und rechts Ja. wird, glaube ich, alles so erledigt. Ja, ich gehe jetzt mal. Ich gehe mal langsam nach rechts. Bei dir links kommt jetzt auch, glaube ich, schon die nächste Welle. Ich guck mal eben rechts, Ja, aber das sieht, aber das boah. sind nur Schopper Das rechts, bei das mir. hat sich auch alles schon erledigt. Da sehe ich jetzt nur noch die Heiltränke rumliegen. Ja, hier ist auch der Raketenwerfer schön dabei und unterstützt Ah, mich. rechts oben kommen bei mir jetzt welche. Vermutlich kommen bei dir dann bald links oben auch noch welche. So ein paar Chopper, aber ja, da haben wir ja auch schon gut gepimpt. Also gesagt, weit kommen die nicht. Nee. Also ich glaube wirklich, vor der letzten Welle müssten wir wahrscheinlich echt so ziemlich alle Punkte in das Ding rechts und links investieren. Ja, wahrscheinlich müssten ja eigentlich in der letzten Welle die beiden dann aktiv werden. Ja. Da die auch mit am Obwohl nächsten ich ja sagen muss, Ausgang ich habe da sind. auch schon teilweise Punkte investiert. Also es ist nicht so, als hätten wir da dann noch gar nichts. Ja, schauen wir gleich nochmal. Aber wie ich schon sagte, die müssen ja eigentlich aktiv werden, weil das ist dann die letzte Runde. Du kommst zurecht? Bei mir ist alles super. Ich langweile mich eher gerade. Ich habe unten gerade Ja, mal ich eben auch auch. ein paar Punkte ausgegeben. Ich habe unten gerade schon mal nach rechts noch mal bei mir ein paar Punkte rein investiert. Aber ich finde das schön, dass wirklich der Eisgolem hier, sehe ich gerade, den ganzen Weg gelaufen kommt, obwohl das gar nicht dein Eingang ist Ja. und mich unterstützen will. Genau, das macht er bei mir auch ab und zu, dass er mal Ein so ein bisschen. Schredderbestienmeister, also bei mir sind jetzt die Lilanen angekommen. Okay, ich komm. Okay, ich kann jetzt hier rüberkommen. Jetzt ist bei mir wirklich alles. Nee, irgendwas hauen die da noch, aber ja, das kann auch nicht mehr weiterlaufen, von daher. Schredderbestienmeister stand jetzt auch in der Quetsche. Das hat ihm nicht gut getan. Ja, das war es dann schon. Ja, und man sieht in der Ankündigung schon, jetzt kommen die letzten Eingänge.
Dann baue ich hier auf jeden Fall am Anfang ein Monster in the Box, was so Ja, ein und wenig vor auffällt. allem, du siehst es ja wahrscheinlich auch, deine laufen hier, die laufen dann nicht direkt nach unten, sondern die laufen dann hier an unseren Flamethrowern vorbei. Das heißt, die Flamethrower in der Mitte habe ich gerade mal eben zumindest ein bisschen beide gepimpt, dass sie dann auch entsprechend. Ich habe auch ein Monster in the Box und ein Meldor Pool bei mir auf der Seite, also bei mir Ja. links halt gemacht. Genau, ich habe da Und auch, also ich habe bei mir ein Monster in the Box, was ich auch gut gepimpt habe. Und ich habe bei mir allerdings ein Freeze of Law. ja, ich gucke gerade, ob ich das Monster noch ein Ich wenig guck gerade, was kann ich denn aufwerte. hier? Hier könnte ich ein Ball of Fire noch bauen. Ich guck gerade, gab's hier unten noch? Gibt's hier unten noch? Ah! Es gibt hier unten sonst auch noch hier vorne die Plattform kann ich natürlich noch machen. Ja, ich sehe auch gerade, dass hier noch eine. Ja, das war's dann mit dem Ja. Gucken. Ja, die können wir zwar gleich auch noch. Also ich denke, wenn wir jetzt die Welle starten würden, ich würde hier vorne erstmal so mittig bleiben und einfach mal gucken. Wie gesagt, also ich denke, ganz mittig dürfte wahrscheinlich ganz wenig durchkommen. Das Spannendste Ja, sind wahrscheinlich, wahrscheinlich. also worauf wir wirklich halt achten müssen, sind die Dinge da unten rechts und unten links. Weil da ist der Weg Ja. halt wirklich verhältnismäßig kurz. Da hebe ich mir auch, glaube ich, meine Chimäre jetzt erstmal für auf. Richtig. Und bevor wir anfangen, ich verteile noch die Punkte, die ich Oh gerade ja, durch den stimmt, wir hatten hier einen Levelaufstieg bekommen hatte. Stufenaufstieg. Weil dann machen wir auch mehr Schaden natürlich. So, Du das meinst ist eine noch mehr Aura. Schaden? Noch mehr, ja, das ist kaum zu glauben. So, von meiner Seite aus wäre ich dann auch bereit. Ja, ich brauche noch mal eben ganz kurz. Zack. Ja, fertig. Gut, letzte Welle geht los. Überraschung in der Mitte. Mitte. Überraschung, die werden nicht weit kommen. Das wäre doch zu hoffen. Links oben. Ja, ich mache mich auf den Weg. Obwohl, da brauche ich ja gar nicht vor, was für ein Blödsinn. Ja, das ist irgendwie. Ja. Das Schöne ist diesmal, ich sehe zumindest alle Eingänge. Also Ja. diesmal, wir hatten ja auch schon mal Tower Defenses, wo das nicht der Fall war. Richtig, da konntest du nicht rechts helfen, Ja. dann hätte nämlich links nicht mehr alles gesehen. Genau, mittig kommen jetzt wieder welche, das sind jetzt Chopper. Und Unten unten ist was links. los. Ja, Ja. geh mal nach unten links. Ich kümmere mich erstmal noch um die Mitte. Wenn du unten links Hilfe brauchst, musst du natürlich rechtzeitig Bescheid sagen. Ich komme mal eben nach unten aus dem einfachen Grund. Hier wird jetzt. Ja, ich Ah, unten rechts könnte. kommen wir jetzt auch. Ja, dann mach du unten rechts. Ich komme mit links doch zurecht. Das Ja, sah am Anfang und wie schlimmer aus, gesagt, also ich sonst. helfe dir rechts. Genau, sonst denk dran einfach, die Maschinenteile, die wir jetzt sammeln, die würde ich vor allem unten investieren. Aber rechts sieht ehrlich gesagt auch ganz. Rechts sieht ehrlich Ja. gesagt ganz gut aus. Ich schaue einfach dann links schon mal in der Zeit, ob noch irgendwas zum Aufrüsten Ja, war. links kommen jetzt auch bei dir welche. Ja. Ich komme dann mal eben kurz links zu dir eben einmal mit rüber. Ich Dann habe sehe gerade ich ein jetzt. paar Punkte in den Ja, Meldepool dann gesteckt. sehe ich ganz rechts oben jetzt halt nicht mehr, ob was kommt gerade. Aber wenn da ganz Ja, oben ganz rechts oben was. rechts kommt was. Ja, genau, ja, ich sehe es ja, aber sind wir oben links kommt bei dir auch was. Ich kümmere mich mal eben lieber mit um deine hier unten. Ja, da ist wieder ein Fulminogenmeister, stimmt. Aber das Gute ist, von links, die kommen, also von dem anderen links, die kommen auch hier vorbei. Gut, dein Fulminogenmeister ist weg. Ich gehe mal eben einmal kurz. Nee, ich Nö, da bleib. ist noch einer da, aber Okay. das. Ja, aber der eine ist zumindest weg. Ich bleib doch bei dir, weil die oben rechts, ich dachte gerade, die kommen vielleicht. Oh, unten links kommen bei mir jetzt auch welche. Da gehe ich. Unten rechts meine ich natürlich. Rechts, Ja. links, rechts, links. Was? Ja, Oh, unten läuft einer. Ah, okay, hast du Der gehabt. wurde noch Ja. erwischt, ja. Ja, wir haben da oben sonst ja auch noch ein paar Geschütze. Die haben wir, glaube ich, noch nicht so wahnsinnig gepimpt. Wir hätten aber zur Not auch wieder 140 Punkte. Okay, also bei mir sieht es momentan ganz oben rechts kommen wohl welche raus. Aber weißt du was?
Lass sie doch kommen. Ja. Schauen wir mal, ich glaube, die oben rechts, die werden auch gar nicht. Oh, ich sehe es jetzt schon, die werden nicht wirklich weit kommen. Was ist denn das? Ein Chopper. Oh, hau ich mal eben. Okay. Unten kommt wieder was bei mir. Ja. Ich mach mal eben kurz bei dir oben links, gehe ich mal eben bei dir hin. Einfach nur um zu gucken, was da ist. Wenn bei dir unten links irgendwie was Wildes ist. Okay, bei mir unten. Ja, bisher sind ja nur Gründermatronen. Unten rechts ist was bei dir. Hab ich gesehen. Auf dem Weg. Wenn ich hier gerade schon mal bin, ich pimp hier nochmal eben kurz die Geschütze, die letzte Verteidigungslinie von uns sozusagen. Ich habe hier gerade noch ein vorm Ausgang Monster in der Box gebaut, weil das ja auch ein bisschen sich bewegen kann. Mittig kommen gleich nochmal welche. Ja, das rechts, das ist alles Pipifax. Das heißt, mittig ist die Frage, Mitte. Das dürften wahrscheinlich jetzt auch die letzten sein, inklusive Boss, denke ich mal. Ja, deswegen bin ich da mal schon hingerannt. Aber bisher sehe ich, Phlogiston, irgendwas Orangenes. Alpha, Prototyp und ich glaube, das ist nochmal so eine bunte Mischung von den Gegnern, die wir damals gemacht haben. Aber wie du siehst, hier müssen wir noch vorsichtig sein, einige der Feuereffekte auf dem Boden sind, glaube ich, von ihm. Nicht identifizierte Rüstung habe ich bekommen. Ich habe einen nicht identifizierten Ring. Und einen Drachenzahn, meine Güte. So, natürlich erstmal wieder auf allen Gängen noch alle möglichen Tränke einsammeln, damit ich nicht irgendwann wieder 1000 Stück kaufen muss. Ja, ich finde das toll, wie viel Mana-Tränke ich mittlerweile habe, weil irgendwie denke ich nie dran, du kannst ja Mana-Trank benutzen. Ich auch nicht. Da habe ich auch schon 338. Ich habe 505. Ob ich mir jemals einen gekauft habe, kann ich nicht beantworten. Mana-Tränke glaube ich nicht. Ja, das lief aber doch recht vernünftig. Na, ehrlich gesagt, einfacher als ich dachte. Oh, ich habe hier schon drauf geklickt, das wollte ich gar nicht. Wie, du bist schon durchs Tintentor, oder? Ja. Na, ist ja nicht schlimm. Ich wollte eigentlich nur irgendwo in der Gegend rumklicken. Und da sind wir wieder im Lager. Also ich zumindest. Ja, ich nicht, interessanterweise. Ich habe aufs Tintentor geklickt und ich kam nicht ins Lager. Ich weiß gar nicht, wo ich drauf geklickt habe. Es kann auch die Plattform da drunter gewesen sein. Okay, ich guck mal eben kurz. Ja. Und dann auch mal kurz. Ja, so viel Gegenstände habe ich zum Glück nicht bekommen. Aber ich habe, glaube ich, einen Ring bekommen, den ich gegen den mystischen Siegelring auch austausche. Hast du schon mit dem Kommandanten geredet? Nee, ne? Nein, noch nicht. Weil ich sogar wirklich ein, zwei Sachen bekommen habe, die besser sind. Und natürlich will ich meine Rüstung identifizieren. Okay, es ist ein Z-Teil, aber es ist vollkommen... mein Ring ist auch scheiße. Sinnvoll. Ja, aber du hast recht. Dann schauen wir doch mal, was der Kommandant zu unserer Leistung zu sagen hat. Well, Van Helsing. Did you defeat Harker's troops? Ja, und die sind bald erschöpft. They're getting really tired. Great. I seriously hope that it was their last attempt. Das glaube ich nicht. Wäre aber zu hoffen, weil ja, mittlerweile sind hier echt keine Herausforderungen mehr. Das ist ein bisschen. Ja, es ist halt, man muss halt, gerade finde ich in den ersten ein, zwei Runden, muss man halt schauen, dass man vielleicht halbwegs clever baut. Aber dadurch, dass wir meistens die Sachen so bauen, dass wir vor allem mehr Punkte kriegen, ist es dann ja wirklich... Ja. Im Nachhinein wird es dann halt wirklich einfacher, weil wir jede Menge haben. Sollen wir dann mal ins Hauptquartier vom General rüberhüpfen? Genau. Das heißt, es geht nochmal in die Kanalisation, in den Handelsdistrikt. Da waren wir ja auch schon unterwegs, hatten das Ganze einfach ein bisschen aufgelockert durch das Tower Defense. Mhm. Aber wir waren halt noch nicht fertig, da hast du recht. Genau. Und da kümmern wir uns jetzt natürlich drum. Ja, sobald der wunderbare Ladebildschirm vorbei ist. Was jetzt der Fall ist. Ich schau mal kurz auf die Karte. Wahrscheinlich... Es gibt hier keine Abkürzung. Also wir müssen nach links. Ich hatte gehofft, dass wir da
Aber es gibt keinen Ja, Teleporter bei uns in der Nähe. da müssen wir, glaube ich, zu dieser einen Gruppe, die wir vorhin noch versucht haben zu umgehen. Ach, ich erinnere mich, ja. Das war ganz schrecklich. Da war ja wieder der mit dem Schutzschild. Ja, ich erinnere mich. Da drüben liegt sogar noch Beute vom letzten Mal, sehe ich gerade. Zumindest für mich. Ich mache mal kurz einen Abstecher nach unten. Ja, dann. Also ich Ja, würde, glaube ich, hat ja zuerst keinen auf Sinn. alles andere gehen. Ja. Das heißt, ich mache auch mal hier den Koloss, weil der haut böse, schießt die bösen Raketen die ganze Zeit. Auf den Koloss gehe ich mit. Ich hole jetzt auch mal eben wieder meine Chimäre raus. Und hoffe Oh, meine natürlich, ist schon da. ja, ich hoffe natürlich, dass die Chimäre mit auf den ersten Koloss, ja. Ja, und nicht wundern, warum ich auf der Brücke stehe. So bin ich nur in Reichweite von einem Koloss. Und dann würde ich sagen, geht's auf den nächsten Koloss. Ja. Und dann ganz zum Schluss kümmern wir uns dann. Um den Oktopoden-Annihilator. Ganz genau. Ich finde es schön, dass der Koloss die ganze Zeit die Raketen auf dich geschossen hat. Das finde ich auch super. Ich laufe mal eben ein paar Meter weg. So, ist nur noch der Annihilator, ne? Ja. Ja, aber wenn man sich auf den konzentriert, dann geht er auch schnell runter. Ja. Ja, da darf man wirklich nicht den Fehler machen, dass man dort mal auf den und mal auf andere haut. Ja, aber das hatten wir ja bei der ersten Gruppe, wo direkt drei waren, hatten wir das zum Glück schon gemerkt. Und schon ist er weg und lässt ein paar Sachen fallen. Mich würde eigentlich noch interessieren, was da oben ist, aber ich glaube, da kommen wir von hier gar nicht durch, ne? Da sind so Nee. Energiewände. Weil hier vorne hatten wir die einzige Treppe genommen. Ja, aber es scheint, hier blinkt noch irgendwas links, ne? Ja, ich vermute, dass wenn wir hier hinten die Aufgabe machen, dass wir dann dahin. Ah ja, stimmt, das könnte sein, dass wir Ja. hier nicht durchkommen. Gut, aber würde ich sagen, da wir uns jetzt nicht mehr um diesen schrecklichen Annihilator gedrückt haben, haben wir uns sogar auch eine kleine Pause verdient und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder und hoffen, dass wir dann endlich in das Hauptquartier vom lieben HK eindringen können. Genau, und solange setzen wir uns hier auf die Bank und erholen unsere müden Glieder. Ja, und genießen die Aussicht. Bis Bis dann. dann.